Tja, ihr Lieben, weiter geht's hier in Russian Fishing 4. Mal wieder hier am Volcho, aber jetzt geht erstmal nicht ans Fischen, sondern wieder mal zum Shoppen. Und zwar ist es endlich soweit. Ich war ja nach dem ganzen Topwater rumgefische, fiel jetzt auch auf Hecht, hab nach dem ganzen Rumgeangel jetzt immerhin wieder über 1000 Silber zusammen und gönne mir jetzt als erstes mal in der Werkstatt, nee, gar nicht, im Werkzeugladen, gönne ich mir jetzt erstmal die Zange. Ich dachte schon gerade, wo ist er denn? Naja, wo ist er denn? Ist er denn? Wo ist er denn? Hier? Hier ist er doch bestimmt, oder? Hallo! Werkzeugladen, hier ist er. Die Zange. Ich brauche die olle Kombizange, Alter. 386 Ocken. Ja. So. Gekauft. Warum die Kombizange? Naja, ich brauche endlich bessere Vorfächer. Und zwar Vorfächer aus, verschiedensten Materialien und eben auch Vorfächer, die ich jetzt eben auch fürs Hechtangeln verwenden kann, die vielleicht nicht unbedingt aus Stahl bestehen. Also nicht unbedingt Stahlvorfächer, sondern dicke, fette Fluorocarbon-Vorfächer zum Beispiel. Und dafür gehen wir jetzt hier erstmal rein. Die ersten 300 Ocken sind weg. Und ich hätte jetzt gerne zusätzlich Fluorocarbon-Scharnüre. Ja, und auch hier wird es wieder richtig teuer. Ich gucke gerade mal, ob ich nicht... Ja, doch, guck mal, das geht auch hier von den Qualitäten. Und hier wieder... Oh, hier sind die ganz dicken. 35 Kilo, 28 Kilo... 28 Kilo, 35 Kilo. Ich glaube, ich nehme hier die 35 Kilo. Das ist eine 0,8er. Die werde ich mir vielleicht gleich noch gönnen als Hecht-Fluorocarbon. Ja, und jetzt muss man natürlich dann schauen, wenn man sich das hier kauft. Also, ich gönne mir jetzt das Teil. 35 Kilo Tragfähigkeit. Tragfähigkeit in dem Fall nicht wirklich relevant, denn dieses Vorfach wird gebaut, damit es dick ist. Man hat eine dicke Schnur drauf. Der Hecht kann das Ding nicht durchbeißen. Und trotzdem hat man eben den Vorteil, dass es Fluorocarbon ist und noch relativ durchsichtig. Also, einmal gegönnt, 30 Meter. Daraus kann ich mir ausreichend Vorfächer basteln. Und dann gucke ich jetzt hier nochmal rein nach meinem Setup. Was für Schnüre habe ich hier? Was verwende ich hier? Ich glaube, ich muss mir bald mal eine neue Schnur holen. Die ist auch mächtig durchgeschlissen schon wieder. Vorfach 5,4 Kilo habe ich hier in der Regel dran. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Gehe aber auch gerne dann nochmal ein bisschen feiner auf 4 Kilo, wenn ich am Belaya angel. Dann hole ich mir dafür jetzt tatsächlich die Angelschnur Fluorocarbon. Tja, nehme ich die hier. Die war, wie gesagt, zu schlecht. Die hier kostet 4,492. Und die hier kostet weniger. Und ist 4. Ich nehme die. 4,1 Kilo. So, das haben wir. Wir haben die ganz dicke jetzt. Wir haben die. Brauche ich noch eine? Ich glaube im Moment nicht. Für die Stippen, doch. Für die Stippen hätte ich noch gerne eine Schnur. Angelschnur. Fluoro. Nee, ich nehme mal geflochtene. Und zwar nehme ich von den geflochtenen. Nehme ich hier die Microbraid geflochtenen. Microbraid. Da müsst ihr mal schauen, wie hier die Zahlen sind. 0,04 mm. Zur Erinnerung, ich habe gerade eben eine geholt, die ist 0,8 dick.
damit der Hecht da nicht so locker durchbeißen kann. Und die hier jetzt ist 0,04 dick, also war super dünn. Dementsprechend wenig trägt die natürlich auch. 0,04, 0,08. Ich könnte mir gut vorstellen, 0,04, 2,8 Kilo, sowas zum Beispiel, 0,04, 2,8 Kilo, einfach mal entspannt, zum Beispiel fürs Stippen auf Güster zum Beispiel, ne? Sowas Kleines, was auch als Trophy mit 800 Gramm nicht wahnsinnig schwer ist. Aber wenn man damit mal gezielt zum Beispiel stippen geht, ist das, glaube ich, durchaus eine Option. Jetzt überlege ich natürlich gerade, das Ding kostet wieder 100. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen viel. Ich nehme, glaube ich, noch einmal hier 3,7 Kilo. 3,7 Kilo geflochten, 0,08. Unter einem Millimeter dick. Soll ich die ganz dünne nehmen? Auch für Lauben und Co. Gibt es noch eine dünnere? Ich glaube nicht, ne? 0,04 ist tatsächlich die dünnste. Hier ist 0,08. Die dünnste Schnur. Okay, dann nehme ich hier nochmal, die mache ich auch ruhig in Rot, so als Warnzeichen dann nochmal in diesem Pink. Das ist dann die ganz, ganz dünne mit 2,8 Kilo, 0,04. Auch nochmal. So, gegönnt. Dazu, damit ich jetzt gleich die Vorfächer basteln kann, dazu brauchen wir natürlich noch ein bisschen was. Und zwar, mal eben gucken, wo das war. War das hier bei den Vorfächern Zubehör? Ja, da ist es. Auch hier muss ich nochmal eben gucken, wie ist die Qualität. Das sieht man hier immer an den Sternchen. Und wir wollen ja im Idealfall, wenn es das Portemonnaie hergibt, auch immer beste Qualität. So, das heißt, wir holen uns hier diese Dinger. 36 Kilo. Das sind jetzt die Wirbel für die Hecht-Vorfächer. Gönne ich mir mal zwei Stück. Anzahl 5 Stück sind drin. 2 Stück sollte erstmal reichen. So. Was brauchen wir noch? Wir sind danach unterwegs im Bereich von 4 Kilo. Hier geht es halt nur bis 12 Kilo. Das wäre jetzt ein bisschen zu fett. Gucken wir mal hier. Hier sind wir bei 20 Kilo. Auch natürlich ordentlich dick. Dann nehmen wir halt die hier. Alter, aber auch schon wieder so dick, ne? Auch alles so dick. 6,8 ist schon ein bisschen viel. Da kann ich nur diese nehmen. Mit der einfacheren Qualität. Bleibt mir nichts übrig. 2,4 als Vorfach. Das dann hier als kleinstes. Und 4,4 war die Schnur. 4,4 war die Schnur. Dementsprechend nehme ich jetzt hier 4,8. Ich will die komplette Tragfähigkeit der Schnur ausnutzen. Und jetzt fällt mir auch noch ein, ich wollte gleich noch mit den neuen Vorfächern geht es jetzt gleich nochmal zum Koori. Und am Koori wollte ich gleich ein bisschen topwatern. Und da überlege ich jetzt, ob ich das nur mit dem 30 Kilo Fluorocarbon mache oder ob ich mir nicht vielleicht noch eine leichtere gönne. Das ist schon vielleicht ein bisschen dick, ne? Aber der Nachteil ist, es besteht einfach die Chance, dass halt ein Hecht reinballern, ne? Dafür nehme ich auf jeden Fall nochmal Fluorocarbon. Geh auf die 28er 0,7. Das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. 27, 23er. Sonst habe ich eben immer gerne mit 27er auch geschleppt. Nee, macht den Kohl nicht fett. Wir testen das jetzt erstmal so. Das heißt, hier bauen wir uns jetzt erstmal zusammen. Erst zusammenbauen, hier wo man gut shoppen kann.
und dann reisen, wo man hin will. Nicht, dass auf einmal noch was fehlt. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier die ersten Vorfächer zusammen. Dafür drückt man N und dann guckt man, scrollt man hier ein ganzes Stückchen weiter runter. Und dann haben wir hier die Vorfächer. Für die verschiedenen Vorfächer benötigt man, oder für die verschiedenen Arten, ne, gibt es hier einmal fürs Grundangeln, fürs Fiedern, hier für die Hitch-Strick-Montage, aber auch hier die normalen Spinning-Vorfächer, das sind die normalen Vorfächer. Und beim Spinning verwende ich mittlerweile ganz gerne die ganz langen 60 cm. Man sagt, dass beim Spinning bzw. beim Biss die etwas längeren Vorfächer schlechter haken. Das empfinde ich wesentlich wichtiger beim Grundangeln zum Beispiel als beim Spinning. Da geht es mir eigentlich nur darum, dass zwischen der Hauptschnur, die man vielleicht noch sieht im Wasser, und dann dem Fluorocarbon, was im Wasser nahezu unsichtbar ist, dass das die Verbindung ja ist, Hauptschnur, Vorfach und dann kommt der Köder. Und dass halt dieses Stückchen, bis der Köder da quasi kommt, unsichtbar ist. Das heißt, der Fisch wird halt weniger verscheucht oder verschreckt davon. Deswegen nehme ich halt gerne diese ganz langen. Überbiss sollte dabei eigentlich auch beim Hechter nicht passieren. Das heißt, das Hechtmaul greift dann über das kurze Vorfach und auf die Hauptschnur und beißt die dann durch. Also auch das sollte dann bei den langen auch nicht passieren. Von daher bevorzuge ich zurzeit die mit 60 und habe da auch noch keine wirklichen Nachteile irgendwie gemerkt. Also, fangen wir an. Wir machen uns als erstes mal die ganz dicken. 35 Kilo haben wir hier drauf. 35 Kilo Tragfähigkeit, 0,8. Hier kommen dann die dicken Vorfächer drauf. Das heißt, das Ergebnis am Ende, 35 Kilo Vorfach Schnur, 36 Kilo die Wirbel. Und das Ergebnis ist am Ende 35 Kilo. Zack, also anfertigen, hergestellt, hier haben wir es jetzt stehen, Vorfach Fluorocarbon. Gewöhnliches Vorfach, Vorfachmaterial, 60 cm Länge, Tragfähigkeit 35 Kilo. Also das schwächste Glied in der Kette zwischen dem Wirbel hier und dem Karabiner ist natürlich hier die 35 Kilo Tragfähigkeit der Schnur. Und das bauen wir uns auch direkt mal. Ich würde sagen, so. Und vielleicht nochmal ein drittes Mal für Notfall. Aber da haben wir schon mal drei Stück beisammen. So, erstes Gerät erledigt. So, kommen wir jetzt dazu, dass wir uns zum Beispiel mal für einen Belaya 4,1 Kilo, 0,24 mm dick und 4 Kilo Tragfähigkeit will ich jetzt haben für einen Belaya. Das heißt, hier gucken wir auch nochmal nach den Kilozahlen. Hier sind wir bei 4,8. Das heißt, die Schnur hat eine Tragfähigkeit von 4,1. Auch da stelle ich mir mal drei Stück her. So, einfach auch schon mal auf Reserve. Dann haben wir das auch schon erledigt. Zack, zack, zack. Die stacken dann ja auch gleich schön. Und dann sind die durch. 2,8 finde ich jetzt schon sehr tricky. Aber ich glaube, ich baue das trotz allem mal. 2,8 baue ich mir jetzt einmal. Zubehör nehme ich hier 2,4. Das heißt, das geht jetzt von der Tragfähigkeit runter auf 2,4. Allerdings auch hier das Große. Hier entscheidet jetzt gerade der Karabiner. Also 2,4 Kilo Tragfähigkeit. Und 2,4, was war mit 3,5? Soll ich mir das nochmal holen? Hier war nochmal 3,7. Hatte ich dafür was Passendes? 4,8. Dann wäre ich auf 3,7. Baue ich mir auch nochmal zusammen. So, jetzt haben wir doch erstmal ordentlich Vorfächer zusammengetüdelt.
bin ich doch ganz froh. Jetzt gucken wir mal eben rein hier. Vorfächer. Und da sind die Vorfächer. Zum einen die bunten, die sind natürlich immer schön zu erkennen. 2,4 Kilo, 3,7 Kilo. Auch die werde ich mal testen. Das sind jetzt geflochtene Schnüre, die super dünn sind. Auch die, wie gesagt, werde ich mal am Belaya testen. Ansonsten kann man damit wunderbar eben auch stippen, weil die eben so super hauchdünn sind. Und aufgrund der Tatsache, dass es halt eine geflochtene Schnur ist, ist die Tragkraft viel größer. Das heißt, man kann mit so einer super dünnen Schnur einfach mehr Gewicht rausziehen, als wenn das hier halt eine Fluorocarbon aus einem Guss quasi gezogene Schnur ist, die durchsichtig ist, aber ja, deutlich dicker eben auch. Ne? Und das Dicke, das haben wir jetzt hier unten, das werden wir da jetzt gleich schön beim Schleppen verwenden. Machen wir uns auf Socken. Ich wollte zum Kuori. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ja, ein bisschen Sonne ist noch. Also Gas, ab zum Kuori. Und dann gucken wir mal, ob die Topwater hier am Kuori funktionieren mit Fluorocarbon. So, und schon angekommen am Kuori hier. Gerade schon gewundert, weil ist da so eine Taube lang geflattert, die herumgegluckert hat. Gucken wir mal eben rein. Saibling ist mal wieder drin. Ich habe ja tatsächlich den Seesaibling hier mit diesem Account schon zweimal gefangen. Unglaublich. Und auf dem Hauptaccount seit Jahren nicht gefangen. Absolute Katastrophe für mich. Ich kriege einfach den Saibling nicht. Was machen wir jetzt? Erstmal testen wir jetzt mal ein bisschen auf Hecht. Jetzt testen wir mal sofort die dicke Rute jetzt hier. Mit, hier haben wir sie, dreimal Fluorocarbon, 35 Kilo. Und das testen wir jetzt erstmal. Und ziehen hier mal ein bisschen durch. Jetzt bin ich ja gespannt, Alter. Gleich kommt als erstes ein Hecht. Zack, und beißt mir das Ding ab. Alles richtig gemacht. Das wär's jetzt. Der Vorführeffekt. Epic Fail, ey. Was halt spannend ist, jetzt bin ich ja auch gerade mit dem Blinker noch unterwegs, was halt spannend ist, und das ist mir jetzt zuletzt selbst mit dem Stahlvorfach schon häufig aufgefallen, dass, dass hier selbst auf dem Stahlvorfach hier am Kuori häufig mal auch die Saiblinge reinballern. Ich gehe mal nach hinten in die Hechtecke. Da waren zuletzt auch gerne mal Saiblinge und auch sogar Kuorskis und sowas vom Land zu kriegen. Auf Stahlvorfach, Alter. Das ist das erstmal. Weißt du, da stehst du da und denkst dir, boah, geil, Alter, jetzt ziehst du ein paar Hechte. Und dann ballert da auf dem Stahl so ein Saibling und so ein Kuorski rein. Das ist doch der Hammer, ey. Weißt du, super klares Wasser. Normal müssten die total verschreckt sein von so einem Stahlvorfach. Nix. Super gierig sind sie. So, hier haben wir jetzt so die Hechtecke. Rute nochmal rausgeholt und ich teste nochmal ein paar Topwater. Zuletzt hervorragend funktioniert zum Beispiel dieser hier. Ich bin jetzt sehr gespannt, was diese Köder machen, wie die sich verhalten, ob da was passiert an der Bissrate. Denn zuletzt war ich nicht so super begeistert von den Topwatern, von den verschiedenen. Guck, da kommt schon ein kleiner Hecht an. Und ist schon wieder abgeflutscht. Hatte ich bei dem eigentlich die Haken verbessert? Hatte ich, okay. Genau. Und dann zuppeln wir da mal ein bisschen durch. Da kommt schon direkt der nächste. Zack. Und ran damit. Ja. Also diese kleinen Hechte jetzt hier, gerade ein Kilo und sowas, die sollten es nicht schaffen, diese dicke Schnur durchzubeißen. Zack, da ist sofort der nächste. Das ist, glaube ich, sogar eine Forelle. Und wenn das so ist, ja. Ja, eine Sefo. Affengeil. Affengeil. So soll das sein.
Und vor allem ausgeworfen Biss. Bestes Zeichen für einen funktionierenden Köder. Auswerfen, der Köder landet an der Oberfläche und vielleicht nach dem ersten, zwei, dreimal zuppeln, kommt sofort ein Biss zustande. Wenn das der Fall ist, auf jeden Fall länger versuchen, diesen Köder an verschiedenen Stellen. Die Köder triggern dann anscheinend einfach richtig gut. Wenn die alleine nur durchs Aufklatschen, zack, schon direkt einen Fisch ranlocken, ne? Ja, und dann halt wieder ein bisschen rumprobieren. Klar, das wird jetzt natürlich alles wieder ein bisschen dauern, ne? Also das ist für mich jetzt hier, gerade auch mit diesen Ködern, die ich hier lange erstmal nicht verwendet habe und insgesamt auch, manche habe ich noch gar nicht verwendet, habe ich mir mit einem anderen Account noch einfach noch nie gekauft, noch nie damit gespinnt. Das ist für mich auch super geil und spannend gerade, welcher von den Top-Ködern, Top-Water-Ködern denn funktioniert. Und das war das Spannendste, was ich bisher auch schon mit genau exakt diesem Köder hier halt erlebt hatte, dass eben auch hier die Seewarnforelle draufgegangen ist. Mehrfach. Und zwar war das ja hier. Direkt auch nochmal testen, maximal auswerfen. Auf so einen leicht grünlichen. Also ich mache mir jetzt hier irgendwie gerade nicht so wirklich Sorgen. Das ist jetzt natürlich vom Zusammenbau. Das müsst ihr euch jetzt natürlich immer im Blick behalten. Das heißt, wenn jetzt was kaputt geht, also Grundregeln. Setup ist jetzt theoretisch falsch zusammengebaut, wenn man das so sagen kann. Falsch zusammengebaut, Alter. Falsch zusammengebaut. Ja, es ist falsch zusammengebaut, denn die Tragfähigkeit der Schnur oder des Vorfachs ist über der Tragfähigkeit der Schnur, die eh schon total durch ist, und über der Tragfähigkeit der Rute und natürlich der Rolle. Ja, so what? So ist es nun mal. Letzten Endes muss man das halt alles, egal wie bescheiden dein Setup zusammengebaut ist, du regulierst es alles über die Bremse. Wenn du die Bremse bescheiden zusammengebaut hast oder eingestellt hast, dann kommt es halt zu einem Abriss und dann kannst du halt das Setup nicht richtig verwenden. Das ist halt das A und O. Das heißt, im Idealfall, also ich gehe jetzt davon aus, gucken wir mal, ich habe jetzt hier 200 Meter Schnur drauf. Ich gehe jetzt davon aus, dass ich hier mit den 200 Metern auch an der Stelle hier an Land jeden Fisch hier so lange so drillen kann, dass er müde wird und dass ich ihn ranziehen kann. Das heißt, mit diesen 200 Meter Schnur bin ich hier ganz entspannt unterwegs. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen schneller. Auf eine 30. Ich hatte das zuletzt beim Hechtangeln an der alten Festung gemerkt. Da war dieses etwas schnellere Durchziehen, wo auch hier unten dieses Gieren gar nicht mehr ist, hat ganz gut funktioniert. Jetzt hier auf dem nicht. Doch, 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 da kommt noch einer an. Im Augenwinkel noch gesehen. Zack. Ha, 500 Gramm. Der hat sich noch erbarmt. Jo, ich würde sagen, ich zuppel hier noch ein bisschen rum. Wenn da gleich ein bisschen was reinrasselt, dann schalte ich natürlich wieder rein. Aber ansonsten das ganze grobe Durchtesten tue ich euch jetzt nicht an. Es ist immer wieder ein Testen. Und von daher mache ich das erstmal für euch. Bis gleich. Und da geht tatsächlich der Hecht nochmal rein, Alter. Da geht er nochmal rein. Ja, ich habe jetzt gerade viel rumprobiert und habe rumprobiert und rumprobiert. Der beste, am besten laufendste, beziehungsweise es variiert. Es sind immer noch hier die Blast Hopper, die gut funktionieren. Der grünliche, der gelbe jetzt gerade hier. Was ich allerdings gerade tatsächlich nochmal gemacht habe, ist einen 11 Kilo Fluorocarbon dran gemacht. Das macht das Ganze jetzt für mich gerade ein bisschen riskant. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da kommt ein Riesenhecht an,
müsste ich ihn am besten irgendwie versuchen zu verjagen, den Hecht. Den Köder irgendwie rauszureißen. Weil der beißt mir das dann halt durch, ne? Richtig gut Forellen habe ich nicht gefangen. Als Referenz habe ich gerade mal auch auf dem 30 Kilo Fluorocarbon einfach mal gerade hier in den Blinker reingeschmissen und geguckt, ob denn da überhaupt was geht. Zack, Hunter-Blinker, ballert hier erstmal sofort eine 3 Kilo Seewarnforelle drauf. Ist natürlich super, aber war jetzt nicht das, was ich gesucht habe. Nichtsdestotrotz geht es ja hauptsächlich darum, mit den vernünftigen Blinkern, Vorfächern, die man jetzt hat, auch hier zu fangen und vor allem eben auch hechtsicher zu fangen. Und trotz allem eben hier noch die Forellen, beziehungsweise gerne natürlich dann auch die Hechte hier mit rauszuziehen, einfach eine gute Frequenz zu haben. Zack, guck mal hier, geht schon wieder was rein. Das ist halt jetzt eigentlich das A und O. Und letzten Endes muss ich dann gestehen, ist es mir auch relativ wurscht, ob ich die Fische hier auf dem Topwater fange oder auf dem Blinker. Im Moment, wie gesagt, scheint es tatsächlich besser auf dem Blinker hier, auf dem normalen Hunter zu funktionieren. Und deswegen werde ich damit natürlich noch ein bisschen was hier rausziehen und ein bisschen rumprobieren. Ja, Resümee, ich würde sagen, irgendwann kommt man halt nicht mehr drum herum. Wie viel Kohle habe ich ausgegeben? Ich habe jetzt rund 900 Silber ausgegeben. Kann das? Könnte, ne? Ja, doch, ungefähr. Ungefähr ausgegeben. Und, tja, es ist nicht wenig, gerade für den Anfang. Ich würde es halt nicht direkt am Anfang irgendwie machen, weil man, ja, ich brauche ja jetzt andere Vorfächer. Ihr habt gesehen, wie teuer die ganzen Schnüre sind und die ganzen Zusatzmaterialien. Mal eben wieder 100, 150 Silber für eine weitere Schnur ausgeben, ist einfach wahnsinnig teuer. Ist unverhältnismäßig. Und von daher kann man das, glaube ich, später ganz gut machen. Jetzt mittlerweile stelle ich mich irgendwo hin, mache hier meine, na, ich sag mal, ein paar hundert Silber auf jeden Fall. Und da habe ich eben die Kohle halt schnell wieder drin. Da ist es ziemlich entspannt. Oder ich gehe einfach ein bisschen auf Hechtangeln an verschiedenen Gewässern. Und dann lüppt das schon. Deswegen ist es jetzt im Moment für mich möglich, sowas zu machen. Das heißt, immer noch für mich jetzt der nächste Schritt, erstmal nochmal bessere Stippen holen. Das ist jetzt immer noch das übergeordnete Ziel, damit ich da im Bereich von gerne über 10 Kilo aktiv werden kann. Und dann habe ich vernünftiges Spinning Set, vernünftige Stippen. Und dann geht es langsam los auch in Richtung von Kunstködern. Die Kunstködermontage, dass ich da Geld, nicht Kunstködermontage, selbst hergestellte Kunstköder, dass ich da ein bisschen Kohle mache. Tipp aus der Community, rote Blinker, rote kleine Blinker und dann ab hier ins 10 Meter Loch reinballern. Das werde ich jetzt gleich nochmal testen, ob das funktioniert. Wenn es bei dir funktioniert hat, einfach mal unten reinschreiben in die Kommentare auf Saibling. Das heißt nicht zu groß, schön auf die roten Saiblinge mit einem roten Köder. Vielleicht geht auch die Jig-Montage oder sowas. Ich stelle mich jetzt hier an die Landzunge. Richte mich hier in Richtung 10 Meter aus. Jawohl. So. Und dann nehme ich hier jetzt mal zum Beispiel den Weiko in Rot. Und baller den mit raus. Petri, ihr Lieben, zieht raus ein paar Brocken. Und ja, wenn ihr das Video geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns das nächste Mal im Livestream oder hier auf YouTube. Bis dahin, Petri. Wow.